Zweiter Teil, was hat das jetzt mit Strömung zu tun? Ich habe jetzt hier dieses Video, ein Mini-Video dahin verlinkt. Und zwar, das machen wir mal jetzt per Skizze. Ich hatte ein Blatt Papier. Ich mache das mal von der, zeichne das mal ein bisschen in 3D. Ich hatte das ein bisschen gerollt und gebogen. Und habe Folgendes gemacht. Ich habe hier, na, jetzt kann ich auch einen roten Mund hinmalen. Das ist meine Nase übrigens jetzt hier. Naja, ist egal. Darauf kommt es jetzt nicht an. Ohr möchte ich auch noch haben. So, ich habe jetzt hier einfach über die Kante gepustet. Und zwar hier raus kam Luft. Hier aus meinem Munde. Und diese Luft habe ich einfach bloß geradeaus hier in diese Richtung gepustet. Hier. Wir werden uns mal darauf einigen, dass wir mehrere Strömungslinien malen. Und ich tue jetzt mal so, als ob ich hier mehrere Luftteilchen hier drüber puste. Und was ist passiert? Das Blatt hat sich nach oben bewegt. Das hat sich, obwohl es krumm war, ich habe oben drüber gepustet, nach oben bewegt. Jetzt hatten wir das schon durchdiskutiert, das hat mit bernoullischen Gleichungen zu tun und so weiter. Können wir uns mal grundsätzlich merken, wenn Luft beschleunigt wird, wenn die schneller wird, dann sinkt ihr eigener statischer Druck. Das heißt, hier oben entstand ein Unterdruck, deswegen hat das Blatt sich nach oben bewegt. Ach, guck an. Das scheint der Auftrieb zu sein. Ich lasse es jetzt mal so pauschal und werde mal nicht allzu viel Mathematik hier mit einbauen. Das war letzten Endes der Grund. Und jetzt gucken wir uns mal einen Tragflügel an von der Seite. Ein Tragflügel hier ist ein bisschen, den habe ich ein bisschen blöd gemalt. Ich zeige Ihnen mal gleich, wie er besser gemalt wird. Und zwar einen Tragflügel, ich mache den mal relativ schön mit Wölbungen mit allem drum und dran. Und das gleiche gilt hier auch. Wenn hier ein Luftstrom auf diesen Tragflügel trifft, ich lasse jetzt auch Profilsehne und solche Worte alle weg, dann macht doch die Luft, wenn sie jetzt hier weiterfliegt, wird sie sich hier stauen. Das wird höchstwahrscheinlich einen Widerstand ergeben. Aber da wir nicht sagen können, einzelne oder nur einzelne Luftteilchen betrachten wollen, muss sich hier vorne die Strömung teilen. Die andere Strömung, die jetzt hier, ich muss das mal ein bisschen genauer machen, die jetzt hier parallel dazu kommt, wird dann ebenfalls sich mit dieser Strömung hier an den Flügel heranzwängen müssen. Und wenn ich jetzt noch eine Linie hätte im gleichen Abstand, dann würde auch diese Strömung aufgrund der Trägheit der Luft, Luft hat auch Masse, würden die sich praktisch alle diesen Platz hier teilen müssen. Und dieser Effekt, oh, das war nicht so schön, und dieser Effekt, der wird hier ein paar, oh, der wird hier immer weiter vom Flügel entfernt nicht mehr so stark sein. Aber eins ist auch, alle diese Luftteilchen, die werden, man sagt dazu laminare Strömung, das heißt also eng anliegende Strömung, die werden sich dem Flügel anpassen. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn hier mehr Luftteilchen sich diesen engen Raum teilen müssen. Na, ach, heute ist das so eine Sache mit meinem parallelen Malen. Dann wird hier Folgendes passieren. Wenn die sich also an den Flügel anschmiegen, dann wird hier eine Art Unterdruck entstehen. So was, was wir mit dem Blatt hier auch gesehen haben. Hier unten ist es anders. Auch hier wird es ein kurzes Zwängen ergeben, zusammenzwängen. Aber jetzt ist plötzlich mehr Platz da. Wenn ich jetzt hier diese letzte, die unterste Strömungslinie mal so weitermale, dann ist hier in diesem Raum plötzlich mehr Platz da. Das heißt, hier wird die Luft höchstwahrscheinlich langsamer werden. Also könnte ich diese Linie hier, die zweite, schon fast wieder parallel zur untersten malen. Und auch alle anderen Linien haben hier, ich habe hier einfach mehr Platz unter dem Flügel. Das heißt, und jetzt aus der Praxis, hier oben habe ich ungefähr 2/3 des Auftriebes. Ich sage einfach Kraft F, Auftriebskraft FA wie Auftrieb. Und hier unten habe ich 1/3 des Auftriebes. Nicht zu verwechseln mit dem Auftrieb, den zum Beispiel ein Holz im Wasser erfährt. Das ist statischer Auftrieb, oder ein Heißluftballon in normaler Luft erfährt. Das wäre statischer Auftrieb, das wäre hier ist es dynamischer Auftrieb. Das nur ganz kurz, wie es zusammenhängt, warum das passiert. Also der Unterdruck macht 2/3 der ganzen Auftriebskraft aus. Nicht dran denken, ach naja, dann stelle ich einfach bloß hier irgendwie mal was gegen den Wind und dann wird hier unten schon richtig Luft gegenpusten und dann wird das alles meinen Auftrieb erzeugen. Das stimmt nur
Ganz bedingt. Hier unten im unteren Bereich sind ein Drittel, oben sind zwei Drittel. Das diskutieren wir jetzt auch nochmal ganz kurz durch. So, jetzt haben wir noch ein anderes Experiment gemacht. Das war gar nicht so leicht. Und zwar habe ich Folgendes getan. Oh, nee, das ist nicht schön. So ein bisschen was Runderes. Ich habe einen Ball, oder in diesem Fall war es ein kleiner Zylinder, mit einer Markierung versehen und habe ihn so drehen lassen. Und habe ihn in die Richtung bewegt. So, das heißt also, in diese Richtung bewegt. Jetzt kam hier vorne Luft an. Und diese Luft, die wurde hier gegenüber diesem Punkt hier schneller. Das kann jeder probieren, wenn er sich zum Beispiel versucht, noch mit auf ein Karussell zu setzen, was sich schon dreht. Wenn er dem Punkt, wo er hin möchte, entgegenrennt, wird er ein Problem haben. Wird er dem Punkt aber hinterher rennen, die Luft in dieser Richtung, wird er dem Punkt aber hinterher rennen, ist er diesem Punkt gegenüber, der sich zwar von ihm dann wegbewegt, langsamer. Also hat er hier mehr Chancen, auf das Karussell raufzukommen. Ich werde hier noch einen Verweis machen zu einem, vielleicht kriegen wir es als Video, zu einem Rotorschiff. Das sah im Wesentlichen so aus. Mal übertrieben, das hat ein gewisser Flettner gebaut. Da waren lauter Tonnen auf dem Schiff und keine Segel. Und die Tonnen, die haben sich gedreht, ziemlich große Tonnen. Das gab es 1911 oder sowas, wurde der Versuch mal gestartet. Und wenn sich die Tonnen alleweil drehen, alle Mann, dann habe ich einen ähnlichen Effekt. Und dann bekomme ich also durch die Beschleunigung auf der einen Seite, nehmen wir an, das Schiff fährt, hier hinten sei das Ruder, das Schiff fährt in diese Richtung, dann heißt das, die anströmende Luft kommt aus der anderen Seite. Und dann habe ich hier langsamere Luft und hier auf der anderen Seite schnellere, so ähnlich wie von oben gezeigt. Und dazu wird es dann einen Link geben, also wenn ich das Video dafür finde. Und jeder kennt diesen Effekt vom Fußball oder vom Tischtennis zum Beispiel, das nennt sich Effet. Also das heißt, einen Ball mit Effet geschossen, geradeaus, dann denkt man von oben gesehen, der fliegt gerade. Nee, der macht eine Kurve, weil es solche Kräfte und weil es unterschiedliche Anströmungen gibt. Denn der Ball wird so in Drehung versetzt, dass er dann zwar normalerweise geradeaus fliegen würde, aber durch die Drehung und solche Luftkräfte dann auf eine schiefe Bahn gerät, sage ich mal ganz so locker. Ich mache das Ding jetzt hier an der Stelle dicht. Wir gucken uns mal im Internet an, was hier alles so kommen kann.